Hi Leute, willkommen zu einer weiteren Demo der Sonic Amateur Games Expo 2018 zu Sonic 1 GG Redux. Starten wir es einfach mal und schauen uns das Ganze erstmal an. Okay. Dann wollen wir mal. Ui. Erstmal. Wir haben hier eine vergrößerte Version von Sonic the Hedgehog fürs Master System. Ein echt schönes Spiel, also ich mag's Master System. Vor allem war eine der ersten Konsolen, die ich hatte. Beziehungsweise eher hatten sie meine Eltern und ich durfte nur mit dem immer zocken mal. Aber ernsthaft sieht man hier aber ordentlich ein bisschen mehr als nur wie bei den Konsolen. Da sieht man das ja richtig schön rangezoomt. Nur das klappt uns ganz mit den Monitoren. Das scheint, dass mit den Ebenen jetzt funktioniert. Da funktioniert die Rampe noch nicht so wirklich. Na gut, wir sind hier an den Anfängen. Die Musik ist auch noch nicht ganz, aber ey, ich soll ja ein bisschen vorsichtig bewerten. Hat ja der Entwickler selber in die Readme geschrieben. Also werde ich ganz vorsichtig bewerten. Und auch ganz nett sein. Oh, man kann einfach drüber jumpen. Und? Special Stage? Bitte. Und? Ja, die Musik irgendwie, ja, aber die Anzeige sieht auch ein bisschen weird aus. Gibt sich eigentlich ein Act 2? Wo ist Act 2, meine Herren? Ich sehe zumindest zwei Tote, den habe ich bereits gesehen. Aber wo ist Act 2? Schreibt es mal in die Kommentare. Wisst ihr es, wo mein Act 2 ist? Und falls ihr euch fragt, warte mal, warum macht er nur Teil schwarz und nicht den ganzen Rest? Ich weiß es nicht. Das liegt jetzt nicht an der Emulation. Das läuft mit Haarfärbeschulung schon im Hintergrund, also ich vermute mal echt, dass das wirklich am Spielchen selber liegt. Ich meine, kann wohl schlecht alles auf die VM schieben. Warum nutzt überhaupt eine VM? Vier, fünf, sechs, sieben, acht. Und besiegt. Ja, und ab. Eine Frage. Für alle, die das Original kennen, ich habe es noch nie gesehen. Gibt es da wirklich diesen Wasserfall? Ich habe den noch nie gesehen im Original. Ganz ehrlich, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe den noch nie gesehen. Aber wer es besser weiß, ihr dürft mir gerne in den Kommentaren Hinweise geben. Ich bin gerne für sowas offen. Und was kommt jetzt? Kommt noch was Besonderes oder haben wir es schon? End of Demo Run. Das ist mir was so short, but some genius to make the deadline a month earlier. Chang is on at least. Warte! Die haben einen Monat eher schon das abverlangt? Was zum Teufel? Also, wer hat das gewusst? Schreibt es mal in die Kommentare. Also. Mal gucken. Start. Machen wir nochmal ein Fazit. Ich muss ja irgendwie bewerten, ne? Also, kurz gefasst. Wie gesagt, die Idee auch dafür, dass du echt wenig Zeit hattest, das Ganze vorzubereiten. Du hast die Idee erst ja kurzfristig gehabt, dachte so, ja, du hättest noch die Zeit und dann kommt hier einfach mal so, ja, das Saarstimme sagt so, ne, 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 ihr müsst einmal mit E rausgeben, aber trotzdem super Arbeit. Nur ich würde den Insta-Schilder abschalten lassen. Natürlich auch ein paar Verbesserungsvorschläge. Also das wäre
Vorschlag, mach den Insta-Shield aus. Zweiter Vorschlag, bitte die Monitore ein bisschen weiter nach vorne schieben vom Layer her und nicht hinter die Blumen. Dann, das kannst du versuchen mit dem Looping, muss natürlich nicht. Aber naja. Dann Musikwechsel würde ich noch irgendwann mal einfügen. Das könntest du ja bei der nächsten immer versuchen, ob du gleich die Musikwechsel einbaust. Space Stage, naja, noch nicht wirklich, aber hier kann man vielleicht schon mal einen Checkpoint hinsetzen. Wäre auch nicht schlecht. Muss ja dieselben Texturen nehmen, du kannst ja auch eine andere nehmen. Da kommen die Results und ja. Ich würde mal sagen, wow, das Score geht weiter, was zum Teufel. Interessant. Interessant, ich habe zwar noch nie mit der Sonic Worlds Engine wirklich gearbeitet, also ich habe nie damit programmiert oder was erstellt, aber okay. Na dann, bewerten wir noch den Rest. Also der Boss geht, also der ist nicht scheiße, aber naja, war am Ende beschwert und Lex. Und ja, das müssen wir auch noch im Video lösen, aber egal. Auf jeden Fall, was ist eigentlich eure Meinung zu ja, diesem Fangame? Schreibt es mal in die Kommentare und demnächst mal geht es dann weiter. Wir haben noch 6 Games vor uns, also es geht langsam Richtung Finale. Also Kommentar werde ich vergessen. Bis zum nächsten Part. Bis dahin. Und Emerald Control.